Hallo alle miteinander. Heute mache ich ein wichtiges Video nochmal zum Thema der Beziehung. Vielleicht wird das letzte Video sein, ich weiß nicht, was dieses Thema betrifft. Das muss ich aber machen, weil das sehr wichtig ist und viele Männer davon keine Ahnung haben. Das Thema heißt über die Wertbalance in der Beziehung. Über die Wertbalance in der Beziehung. Die Wertbalance in der Beziehung ist etwas, worauf die Frauen instinktiv genau achten. Die Männer aber keine Ahnung davon haben. Und genau das ist das Problem der Männer. Weil oft verlieren sie diese Balance oder fallen durch bei der Wertbalance und dadurch verlieren sie ihren Wert in den Augen der Frau. Ja, sie erscheinen der Frau als minderwertig und sie verliert das Interesse, ihre Gefühle dem Mann gegenüber. Was letztendlich dazu führt, dass sie anfängt, anderen Mann zu suchen und letztendlich zu einer Scheidung, was letztendlich zu einer Scheidung führt. Deswegen zu wissen, was die Wertbalance ist, ist sehr wichtig für einen Mann. Zu verstehen, wie diese Wertbalance überhaupt festgelegt wird. Es handelt sich nicht um eine objektive Wertbalance oder nicht um den objektiven Wert des Mannes, sondern um einen subjektiven Wert, der von dem Filtersystem der Frau festgelegt wird. Wir müssen in erster Linie begreifen, dass die Frau nicht unser Freund ist, sondern in erster Linie ein Weibchen. Ja, ein Weibchen, das ein Filtersystem, von Natur aus ein Filtersystem besitzt, der ihre Emotionen bestimmt wiederum. Dieses Filtersystem bestimmt ihre Emotionen dem Mann gegenüber, ihre Gefühle. Und wenn der Mann nicht durch das Filtersystem kommt, verliert die Frau das Interesse. Ja, das ist so ein Grundinstinkt bei der Frau. Ja, ihr weiblicher Grundinstinkt. Sie hat von Natur aus ein Filtersystem, das schwache Männer, minderwertige Männer aussortieren soll. Das ist aber subjektiv und deswegen können die Männer das oft nicht begreifen, worum es eigentlich geht. Objektiv gesehen kann ein Mann sehr gebildet sein, reich sein, sportlich sein, gut aussehend und objektiv gesehen hochwertig. Aber durch sein Verhalten der Frau gegenüber kann er ihr minderwertig erscheinen. Weil er bestimmte Verhaltensweisen zeigt, die dem Instinkt der Frau nicht zusagen. Ja? Und dadurch verliert die Frau das Interesse. So. Wie ist dieses Filtersystem der Frau überhaupt aufgebaut? Und wie kann man dadurch durch diesen Filter gehen, ohne Schaden zu nehmen? Das ist, wenn man versteht, wie dieses Filtersystem funktioniert, dann versteht man auch das Verhalten der Frau. Warum? Die Frauen sind oft unberechenbar, das, was sie tun, begreifen die Männer nicht.
Es gibt Sprichwörter darüber, zum Beispiel, es gibt zwei Wege, die Frau zu verstehen und beide funktionieren nicht und so weiter. Weil die Männer nicht wissen, wie das Filtersystem der Frau funktioniert. Okay. Die Frau soll von Natur aus einen starken Mann, einen hochwertigen Mann bekommen. So. Dadurch achtet sie einfach auf sein Verhalten. Zum Beispiel Selbstbewusstheit. Wenn der Mann sehr selbstbewusst ist, Selbstbewusstsein, ist ein Zeichen dafür, dass der Mann mit sich selbst zufrieden ist, dass er etwas im Leben erreicht hat, dass er die Frau verteidigen kann, dass er sie versorgen kann. Er ist ja nicht einfach so selbstbewusst. Das bedeutet, dass er das, was er sich vornimmt im Leben, auch umsetzen kann. Dadurch wird er selbstbewusst. Deswegen spricht das Selbstbewusstsein des Mannes die Frau schon mal an. Ja, das ist etwas, was von dem Instinkt der Frau sehr angesehen wird. Erster Beispiel. Zweitens, der Mann, der hochwertig ist, der ist bei den Frauen gefragt. Er hat immer Optionen. Er wird sich nicht auf eine Frau fixieren, die sich ihm gegenüber respektlos verhält. Zum Beispiel. Er wird der Frau nicht nachlaufen, weil er Optionen hat. Also wenn der Mann zu viel in die Frau investiert, immer zuerst anruft, Geschenke schenkt und zu viel Aufmerksamkeit der schenkt, wird die Frau ihn vielleicht testen und ihn verächtlich behandeln, respektlos behandeln. Und wenn er dann weiterhin dasselbe tut, dann ist er durch den Filter gefallen. Der ist einfach minderwertig in ihren Augen, weil er versucht, ihre Liebe erstmal mit Geschenken zu kaufen. Ja, mit Unterhaltung. Irgendwie versucht er sie ständig zu gewinnen. Das macht ein hochwertiger Mann nicht. Ja? Die Frau kämpft um ihn, um seine Aufmerksamkeit. Sie versucht, sich für ihn hübsch zu machen, mit ihm irgendwie zu flirten, um seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ja? Ein minderwertiger Mann versucht, die Aufmerksamkeit der Frau zu gewinnen. Ja, durch Geschenke, durch verschiedene Angebote, was weiß ich, irgendwie versucht er immer ihr zu gefallen. Also, weil er keine anderen Optionen hat. Logischerweise sozusagen. Das Filtersystem kommt zu dem Ergebnis, aha, der hat keine anderen Optionen, er ist also minderwertig. Wenn er hochwertig wäre, würde er sich nicht so verhalten. Und schon fällt der Mann durch das Filtersystem. Wenn er zum Beispiel sich erniedrigen lässt, ja, duldet verschiedene Dinge, dann ist er auch minderwertig. Wenn er aufdringlich ist, also zu viel Aufmerksamkeit der Frau schenkt, ständig erreichbar ist, also wenn die Frau ständig das Gespräch beenden muss, weil der Mann nicht aufhören kann zu labern, ja, dann ist er bedürftig, von ihr abhängig, also minderwertig. Und so fallen die Männer durch dieses Filter, ohne es zu merken. Es kann auch in der Beziehung sein, dass der Mann einfach zu viel Aufmerksamkeit der Frau schenkt, so dass seine Aufmerksamkeit sich entwertet. Dadurch. Zu viel Aufmerksamkeit bedeutet Inflation sozusagen der Aufmerksamkeit und sie verliert an ihrem Wert. Und der Mann behandelt die Frau oder sieht sie als seinen Freund an und denkt, dass sie sich so wie ein Freund verhält.
Sie ist aber kein Freund, sondern in erster Linie ein Weibchen. Und sie achtet und testet ihn auch während der Ehe. Ja, weiterhin. Sobald er irgendwie Schwäche zeigt, wird sie ihn vermehrt testen. Und wenn er durch diesen Test gefallen ist, verliert sie ihre Emotionen, ihre Gefühle ihm gegenüber. Wird kalt und wird anfangen, sich auf andere Männer zu konzentrieren. Automatisch von ihren Instinkten her. Deswegen ist es sehr wichtig für den Mann zu verstehen, wie die Frauen ticken. Also dieses Filtersystem kommt noch aus einer ganz anderen Zeit. Da sage ich mal, ist darauf ausgerichtet, starke Männer auszusuchen, wo die Frau abhängig war von dem Mann. Sie war von seinem Schutz abhängig, von seiner Versorgung abhängig. Und sie brauchte jemanden, der sie versorgen und beschützen kann. Heutzutage ist das alles scheinbar nicht mehr nötig. Und die Männer verhalten sich nicht mehr so wie früher. Die Frauen waren früher abhängig von dem Mann, deswegen waren sie daran interessiert, ihn zu gewinnen, ihn zu interessieren, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sich anzupassen, ihm anzupassen. Heutzutage wird das Ganze umgedreht. Die Männer versuchen, sich den Frauen zu verkaufen, sozusagen, sie zu interessieren irgendwie. Und dann versuchen sie, sich an sie anzupassen. Ja, und ihr zu zeigen, dass er immer derselben Meinung ist und genauso denkt wie sie. Das tönt aber die Frauen komplett ab. Weil das sind ja weibliche Eigenschaften, die der Mann dann zeigt. Die Männer heutzutage zeigen zu viel Weiblichkeit. Ja, und dadurch erscheinen sie extrem minderwertig in Augen der Frau. Darauf sollte man achten. Also man sollte keine Abhängigkeit von der Frau zeigen, keine Bedürftigkeit. Man soll sich zusammenreißen und nicht immer als Erster anrufen und nicht immer die Gemeinschaft mit der Frau suchen, sondern man sollte abwarten, bis sie das tut. Und wenn sie das nicht tut, dann sollte man sich distanzieren und ihr zeigen, so unbewusst sozusagen, dass du auch Optionen hast, dass du auch hochwertig bist und ihr nicht hinterherlaufen wirst. Dadurch wird sie wieder die Gefühle dir gegenüber bekommen, entwickeln. Weil das Filtersystem der Frau halt so ausgerichtet ist, ihre Gefühle sind eng mit dem Filtersystem verbunden, dran geknüpft. Und wenn das Filtersystem sagt, das ist ein hochwertiger Mann, dann wird sie Gefühle ihm gegenüber entwickeln. Wenn das Filtersystem sagt, nein, das ist ein minderwertiger, dann wird sie die Gefühle verlieren. Was ist hochwertig? Also die Intelligenz ist hochwertig des Mannes, dass er immer irgendwie sie überzeugen kann, überreden kann, dass er in der Lage ist, Probleme zu lösen, dass er nicht immer erreichbar ist, dass er begehrt ist, scheinbar. Es muss nicht unbedingt wirklich so sein, dass er jetzt irgendwie mit anderen Frauen irgendwas hat, sondern dass sie immer sozusagen bedenken muss, dass er vielleicht ein anderer hat. Das allein schon macht sie an, sozusagen, wenn der Mann begehrt ist, sie das Gefühl hat, dass er irgendwo vielleicht noch eine andere hat, die Interesse zeigt. Dadurch wird sie schon, bei ihr wird die Konkurrenz, der Konkurrenzgeist geweckt und sie will den Mann gewinnen. Ja, und die andere ausstechen sozusagen. Deswegen sollte man nicht allzu treu erscheinen oder wie soll ich sagen, der Frau nicht immer schwören, dass er nie und nimmer und auf keinen Fall andere ansieht oder so. Sie muss schon ein bisschen so Bedenken haben, damit sie ihre Gefühle behält. Ganz einfach. Damit sie um ihn kämpfen muss. Der Mann muss nicht wirklich etwas tun, sondern nur so
erscheinen, ja, als wäre er von anderen begehrt. Das ist komischerweise ganz gut für die Beziehung. Das war dann noch. Ja, die Wertbalanz ist so aufgebaut: ein hochwertiger Mann hat so hohen Wert in den Augen der Frau. Die Frau sucht immer einen Mann, der hochwertiger ist als sie. Ja, also sie muss von ihm abhängig sein, so bedürftig ihm gegenüber sein, damit sie glücklich ist und ihre Gefühle hat. Wenn der Mann ihren Wert seinen Wert in ihren Augen verliert, dann wird sie das Interesse verlieren und dann einen suchen, der wiederum einen höheren Wert als sie besitzt. Deswegen sollte der Mann immer darauf achten, dass er in ihren Augen einen hohen Wert besitzt. Das kann man einfach dadurch erreichen, dass man nicht derjenige ist, der immer die Beziehung rettet, der immer für die Beziehung sorgt, dass die weitergeht. Man muss halt ein bisschen kälter sein und sich mit eigenen Sachen beschäftigen. Also der Mann, der ständig nur an der Frau hängt, ist wirklich sehr abtörnend für die Frau. Der muss schon sich mit seinen Sachen beschäftigen, etwas im Leben haben, ein höheres Ziel im Leben haben, das er verfolgt. Die Frau soll nur nebenbei da sein, für ihn. Und er für sie muss wiederum Mittelpunkt sein, damit sie glücklich ist. Sie muss für ihn sorgen, sie muss sich um ihn kümmern und so weiter. Dann ist sie glücklich. Wenn der Mann sich um die Frau sorgt und für sie sorgt, kümmert und nur an ihr hängt, wird das nichts. Das geht gegen ihre Instinkte und sie wird das Interesse verlieren. Das ist heutzutage sehr verbreitet. Sehr viele Ehen gehen gerade an dieser Sache kaputt, weil die Männer zu viel in die Frau investieren und sie das nicht schätzt. Sie hat dann keine Gefühle, keine Emotionen und versucht, diese Emotionen irgendwie zu kriegen, dadurch, dass sie Streit anfängt. Sie will endlich, dass er seine männliche Seite zeigt und mal auf den Tisch haut oder sie aus dem Haus schmeißt oder so, irgendwie seine Dominanz zeigt, damit sie wieder Gefühle ihm gegenüber entwickelt. Aber der Mann zeigt das nicht. Der versucht immer nur auszugleichen. Der versucht immer nur sich anzupassen, der versucht immer den Streit zu schlichten. Er zeigt seine männliche Seite nicht und schlägt nicht auf den Tisch. Ja? Und macht mit ihr nicht Schluss und schickt sie nicht weg. Und dadurch verliert sie das Interesse. Ja. Der Mann muss Grenzen setzen. Der Mann muss die Frau in diesen Grenzen halten und dann ist sie glücklich. Wenn sie sieht, der Mann kann sich nicht durchsetzen, der setzt keine Grenzen, er duldet alles. Er ist ein Waschlappen, ja, dann ist es ruckzuck vorbei. Ja, lasst euch nicht einreden, dass ihr immer nett sein sollt und gut sein sollt. Das ist die falsche Strategie im Umgang mit der Frau. Da muss man manchmal hart durchgreifen, leider. Ich sage jetzt nicht, dass man schlagen soll, auf keinen Fall. Sondern man muss Grenzen zeigen und sich distanzieren. Keine Aufmerksamkeit der Frau schenken. Die Frau braucht die Aufmerksamkeit des Mannes. Das ist sozusagen ihre Droge. Das pusht sie. Und wenn der Mann auf einmal keine Aufmerksamkeit mehr schenkt, ja, sie ignoriert, dann wird sie letztendlich diese Aufmerksamkeit wollen. Sie wird ihn gewinnen wollen. Wenn er zu viel Aufmerksamkeit schenkt, dann entwertet er die und dann will sie das auch nicht mehr haben. Ja, also in harten Fällen muss man sich distanzieren, mal kalte Schulter zeigen, nie so schnell alles vergeben und ja, halt selbstbewusst sein und keine Respektlosigkeiten dulden. Das ist wichtig, damit die Frau ihre Gefühle immer noch erhalten kann. Sonst
Sie wird dich testen. Das Problem, warum die Menschen, die Frauen, die Männer, die Frauen nicht verstehen, weil sie nicht verstehen, warum sie provoziert. Oft fangen die Frauen an zu provozieren. Sie erschaffen Probleme, um ihren Mann zu prüfen. Ganz einfach. Der muss seine Männlichkeit, der muss seinen Kern zeigen. Und der tut das nicht. Und deswegen wird die Frau immer unzufriedener und macht das immer weiter und immer mehr, bis die Beziehung zerbricht. Und das liegt oft einfach an dem Unwissen des Mannes über die weibliche Natur. Ja, so ist das, Leute. Bis zum nächsten Mal.